Herzlich willkommen in der Sportnews-Redaktion am heutigen Dienstag, 28. April. Nägel mit Köpfen, die werden langsam aber sicher unter den Südtiroler Fußball-Oberligisten gemacht, nämlich was die Planung für die kommende Saison angeht. So hat die sportliche Leitung von St. Martin bekannt gegeben, dass die Verträge mit Spielertrainer Martin Saltuari und seinem Assistenten Joachim Schmuck verlängert werden. Auch der Kader soll zusammengehalten werden. Außerdem sei man an der Verpflichtung eines Top-Stürmers interessiert, um Daniel Landtaler zu entlasten. Ein Fragezeichen, das steht noch hinter Hans-Rudi Brucker. Ich habe noch nicht entschieden. Ich habe gesagt, ich entscheide noch im letzten Meisterschaftsspiel und dann werden wir sehen, was wird. Zum Tischtennis für Deborah Vivarelli und Giorgia Piccolin ist die WM in China am heutigen Dienstag zu Ende gegangen. Vivarelli zog in der ersten Runde gegen Lie Jie aus den Niederlanden den kürzeren, während für Piccolin gegen die Südkoreanerin Hauen Yang Endstation war. Piccolin konnte gegen die Nummer 21 der Welt aber immerhin den ersten Satz für sich entscheiden und einen Achtungserfolg landen. Die beiden Südtirolerinnen haben im Einzel ihr Ziel, das Erreichen des Hauptfeldes, erreicht. Im Doppel waren Piccolin und Vivarelli bereits in der zweiten Qualifikationsrunde ausgeschieden, im Mixed in der ersten Runde. Kagla Bujuk-Kakchai ist die Gegnerin von Karin Knapp heute Nachmittag gegen 16 Uhr in der ersten Runde des WTA-Turniers von Marrakesch. Ob Knapp den Einzug in die zweite Runde schafft, wo sie eventuell auf die Nummer 6 Roberta Vinci treffen wird, das erfahren Sie auf unserem Portal www.sportnews.bz. Nun kurz zur Sledgehockey-WM. Dort ist Italien am Sonntag mit einem 1:0-Sieg gegen Deutschland ins Turnier gestartet. In der Nacht auf heute gab es eine 0:3-Niederlage gegen Russland. Das war's von uns hier aus der Sportnews-Redaktion. Danke, dass Sie auch heute wieder reingeklickt haben. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.